Und damit ein herzliches Willkommen zur Auslosung bzw. Auflösung des Gewinnspiels. Eine Auflösung in dem Sinne gibt es ja nicht, es gibt ja nur die Auslosung. Gucken wir uns doch mal die schicken Logos an, die geschickt wurden. Also es sind wirklich ein paar eingegangen. Man sieht schon eine Menge. Wir schauen jetzt einfach mal rein, wir fangen hier mal vorne an. Ich gehe die jetzt einfach alle mal durch. Hier sieht man jetzt hier ein Bild, wo eine Sonne guckt, mit so einem schicken Hut. Dann ist hier halt der Hashtag dran mit Kopf mit dem DJ und zwei Herzen, weil ich halt der DJ der Herzen bin. Der Herzgefühle DJ. So, dann haben wir hier als zweites nochmal ein Bild mit zwei Herzen. Diesmal hier ein Kochtopf. Da ist alles ein bisschen mehr geschwungener. Hier noch eine Kelle, wo sogar dieses Kochen ist Liebe, wo das noch hier mit der Kelle so verbunden ist. Und oben auch wieder Kochen mit dem DJ, auch nicht schlecht. Ich muss zudem sagen, mir gefallen alle Logos. Und es war schwer, mich für eins zu entscheiden. Hier haben wir jetzt nochmal ein leckeres Gericht. Zwar nicht von mir gekocht, aber sieht nicht schlecht aus. Auch kochen mit dem DJ und dann Vorsicht lecker, weil meine Gerichte sind natürlich lecker. Das kann ich aus eigener Hand bestätigen. Dann haben wir hier auch noch ein sehr schickes. Da ist auch einmal das Herz mit verarbeitet hier, weil ich ja der Herzgefühle-DJ bin. Dann eine schicke Kochmütze. Dann steht hier kochen mit dem DJ. Und das Ganze ist zudem noch transparent, also das Weiße hier ringsherum muss man sich wegdenken. Das finde ich sehr cool gemacht, sodass man das einfach über die Videos legen könnte. Und dann haben wir hier, ganz abstrakt kommen jetzt ein paar Bilder, und zwar haben wir jetzt hier eine Gabel, einen Pilz, eine Möhre, Brokkoli, denke ich mal, und ein Messer. Und dann steht hier halt kochen mit dem DJ, das J, ein bisschen komisch, aber ist halt die Schriftart und richtig so abstrakt, so wie... Ne, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Dann haben wir hier das gleiche Logo nochmal mit dem Weiß in der Mitte. Also mir wurden jetzt von dieser Person drei Logos eingeschickt. Und alle einmal so und einmal mit dem Weißen hier in der Mitte. Und diese schwarzen gefallen mir halt besser. Dann haben wir hier zum Beispiel einmal ein selbstgemaltes. Auch sehr kreativ, weil mein Logo hier gut gelungen ist mit dem DJ Hard Feelings. Und dann... Ah, ich glaube das F hier, ist das groß? Ja, das ist auch groß, genau. Und dann hier die eine Seite halt ein bisschen höher als die andere, also perfekt mit meinem Logo abgeglichen. Ich kann hier mal eben hier reingehen. Wo haben wir das hier? Ein zurück noch. Nein, hier will ich den, genau, hier. Da kann man das nämlich sehen, DJ Hard Feelings. Sieht man das hier so, DJ Hard Feelings, und das eine ist halt höher als das andere hier in dem Logo. Und das finde ich halt sehr gut umgesetzt hier. Dann hier halt ein Kochlöffel. Eine Kochmütze, dann hier kochen mit dem DJ. Also richtig cool, dass auch jemand mal sich traut, hier selber was zu malen und einzureichen. Nicht schlecht. Dann kommen wir hier nochmal zu dem gleichen wie eben. Das Ganze hier mit einem Gabel und Messer. Hashtag kochen mit dem DJ. Und das Ganze dann nochmal in Weiß gehalten. Jetzt kommen wir zu den coolen Sachen. Hier haben wir zum Beispiel das Ganze in Weiß. Man sieht hier meine Fratze. Also das finde ich... ist das bestgelungenste von allen und deswegen auch der Gewinner. Man hat hier einmal kochen mit dem DJ unten, in Kurzform gehalten, Gabel und Messer. Und dann das geilste, meine Fratze hier, also diese Brille, die ich im Moment auch auf habe. Und dann meine Haare hier oben, also richtig diese Locken, die ich hier manchmal habe, also richtig so ein Wuschelkopf. Das passt richtig geil. Jetzt fehlen nur noch hier die Pupillen, so die sich bewegen würden, wenn ich das als Intro oder so nehme. Muss mal gucken, aber das ist jedenfalls das Logo, was gewonnen hat. Und die Person wird jetzt auch gleich per E-Mail benachrichtigt und kriegt somit den 20 Euro Amazon-Gutschein. Ich sage bis denn, bis Dienstag. Denn Dienstag kommt wieder ein Kochvideo. Da fange ich mal mit der Kochbox-Reihe an. Ich habe jetzt alle drei Gerichte fertig. Ihr könnt die Gerichte dann auch alle nachkochen, denn die Rezepte gibt es dann bei mir. Auf der Homepage, da gibt es jetzt extra so eine Kochrubrik, könnt ihr mal reinschauen, ist jetzt ganz frisch, da könnt ihr auch eure eigenen Rezepte einreichen. Und ich zeige euch jetzt noch kurz was, und zwar meine Visitenkarten. Das Lustige ist, ich habe ja hier oben noch einmal von Vistaprint. Mal gucken, machen wir das mal auf. Wo ist denn jetzt hier das zum Öffnen? Ach hier. Nee, warte. Doch, da sind die Aufkleber drin. Genau, ich habe ja noch meine Aufkleber, wer die noch nicht kennt. Also hier meine alten Visitenkarten, da habe ich noch... jede Menge von übrig, und das liegt daran, dass ich schon wieder umgezogen bin. Und was mache ich mit den alten Visitenkarten? Da steht meine alte Adresse drauf. Deswegen habe ich mir mal gedacht,
machen wir das ohne Adresse, weil wofür braucht man eine Adresse? Ich habe ja YouTube. Ne? Zudem habe ich jetzt auch eine eigene Fan-Nummer eingerichtet, die wird bald auf meiner Homepage erscheinen. Wer mir in Facebook folgt, in meiner Herzgefühle-Gruppe, der kennt schon meine Fan-Nummer, wo man anrufen kann. Zudem habe ich hier noch meine Aufkleber, die überall in Köln schon verteilt wurden. Die kann man überall an den Laternen finden. Jetzt kommen wir zu meinen neuen Visitenkarten. Ein Dankeschön an Vistaprint zur Verfügungstellung dieser Visitenkarten. Und zwar sind die richtig cool. Ich habe die mit meinen Fans zusammen entworfen. Also ich habe den groben Entwurf gemacht, die den Feinschliff. Von vorne sieht man dann hier, ich kann das auch gleich als Bilder nochmal einblenden, wenn ich dran denke. Oder wenn man das hier nicht so gut erkennen kann, ich zeige das jetzt einfach mal in die Webcam. Sieht man hier halt die DJ Hard Feelings, mein Name, eine Handynummer. Was mir jetzt einfällt, ich hätte da meine Festnetznummer draufschreiben sollen, die Fan-Nummer. Ich habe extra eine Festnetznummer für meine Fans. Aber da waren die Visitenkarten schon gedruckt, als ich die eingerichtet habe. Dann meine Internetadresse und meine E-Mail-Adresse. Und hinten sieht man halt nochmal DJ Hard Feelings und das Logo. Ich sehe das ja gleich in der Videobearbeitung, ob man das gut erkennen kann. Und wenn nicht, dann werde ich die Logos einfach so einblenden als Bilder. Bis zum nächsten Mal, euer Diggity DJ.